Hallo Leute, Gruß an alle. Coach Kiric, zusammen heute mit einem meiner Teilnehmer bei der Spa Academy. Der Frank Ultes ist hier mit uns. Hallo Frank, guten Tag. Hallo. Wir werden heute ein bisschen über die ersten Eindrücke von Frank sprechen, allgemein über Spa Academy, über unser Netzwerk Football Business Education und über die Lerninhalte. Wie ist er am Anfang mit den Lerninhalten klargekommen und was er einfach uns dazu sagen könnte. Am Anfang würde ich natürlich den Frank erstmal fragen, Frank, sag uns doch mal, was ist denn hauptsächlich deine Motivation gewesen, dein Ziel gewesen, dich überhaupt anzumelden für eine Ausbildung zum Spielerberater und zu einem Fußballtalentscout? Meine Inspiration dazu war einfach dem Fußball, was ich schon immer liebe, was ich schon immer ausgeübt habe, in irgendeiner Form weiterhin erhalten zu bleiben und den vielleicht nicht selbsterfüllten Bereich des Profifußballs oder in höheren Klassen irgendwie teilhaben zu können, da reinzukommen in diesen Bereich, weil der schon immer für mich sehr interessant war, selbst lange Jahre Hochfußball gespielt habe, aber nie den entscheidenden Schritt getan habe oder geschafft habe und jetzt irgendwo die Möglichkeit gesucht habe, das neben meinem Beruf damit zu verbinden, im Fußball diesen höheren Bereichen irgendwo, ja, tätig zu sein und dem Fußball erhalten zu bleiben, auch von meiner Seite. Ja, das hast du gut erwähnt. Wir sprechen bei Spa Academy über Profifußball. Also wir bilden Spielerberater aus für den Profibereich. Das ist natürlich sehr wichtig. Viele der Interessenten und Bewerber haben mich auch solche Fragen gefragt, in welchem Bereich wir tätig sind. Warum denn sowas wie Spa Academy? Warum so eine moderne Online-Ausbildung? Warum nicht ein Sportmanagement bei einer Hochschule oder sowas ähnliches? Ganz großer Faktor ist da bei mir der Faktor Zeit. Ich bin nicht nur in dem Bereich unterwegs, sondern habe ja auch noch einen normalen Beruf, habe Familie, zwei Kinder, und habe etwas gesucht, was ich nebenberuflich erlernen kann, online-mäßig, und bin dankbar dafür, da auch auf die Spa-Akademie gestoßen zu sein, weil ich einfach einen Weg gesucht habe, mich online, ja, fortzubilden in der großen Gruppe oder in größeren Gruppe unter einer professionellen Anleitung. Ja, da muss ich dir ehrlich zugeben, ich habe mich auch weitergebildet in manchen Marketing-Sachen online. Dabei kommt man sehr oft auf diese Skepsis. Ja, man hat jetzt nicht so große Erfahrungen im Online-Bereich. Wo es früher angefangen hat mit Online-Käufen, hat man auch mal das eine oder andere Fettchen, ist man reingetreten, ne? Und ja, war bei dir auch so eine Anfangsskepsis und wie hast du diese Skepsis vielleicht dann später abgelegt? Skepsis mit Sicherheit da, aber nicht so begründet. Mein normalen Beruf habe ich auch eine Online-Fortbildung gemacht, damit sehr gute Erfahrungen gemacht und habe natürlich im Voraus mich auch sehr, sehr intensiv erkundigt, wo kann man das machen. Mich dann auch sehr intensiv über Internetplattformen informiert, über die Spa Akademie, über Hintergründe, über Gründer, über den Coach mit dir. Und auch über die Möglichkeiten, wie soll das stattfinden. Und da ist die Skepsis relativ schnell, ja, war weg, weil ich einfach gesagt habe, das ist seriös, das klingt super, probier's doch, was habe ich zu verlieren? Ich kann nur lernen davon. Hast du auch unsere Erfahrungsberichte gesehen auf meiner Seite mirsadkeric.de Erfahrungen oder hast du auch andere Portale gefunden? Ja, ich habe auch da geguckt. Ich habe mich natürlich auch mit dem Namen Mirsad Keric sehr intensiv befasst, gegoogelt, gemacht, was man halt machen kann. Und bin dann auch auf die Seite Gestalkt, gestalkt quasi, ja, in gestalkt. allen Bereichen kann ich dir Das ist sagen. normal heute, ja. Und haben dann auch über die Seite Proved Expert geguckt und da wurdest du ja auch sehr, sehr empfohlen. Und ja, man hört zwar auch, dass diese Seiten gefaked sein können, aber wenn ich die Leute gesehen habe, die dich da bewertet haben und die verglichen haben, die kamen ja aus den unterschiedlichsten Branchen, aus den unterschiedlichsten ja, Hintergründen und dann war ich davon überzeugt, dass das auch stimmt. Und was mir halt auch imponiert hat beim Storm bei dir, war in dem Moment auch dein persönlicher Werdegang.
Wie kann man sich selbst darin spiegeln? Und Hm. natürlich, klar, du hast andere Wurzeln als ich, aber spiegeln von Engagement, Arbeiter und Enthusiasmus zum Fußball, da habe ich mich eins zu eins schon mal wieder. Danke dir. Ja, Proven Expert ist wirklich ein sehr guter Bewertungsportal und ich kann ihn auch jedem empfehlen, der sich in irgendeiner Art und Weise selbstständig machen möchte oder eine Dienstleistung gibt oder ein Coach ist oder sowas ähnliches. Proven Expert ist einfach spitze. Ja gut, du hast schon gesprochen über deine Flexibilität, die du gesucht hast, über etwas, was du zeitmäßig unterm Hut kriegst. Wie war es für dich die ersten ein, zwei Wochen? Haben dir, wie ich es immer empfehle, die 2 Stunden in der Woche ausgereicht für unsere Lernvideos, die man täglich erhält und wöchentliche Workshops? Die reichen aus. Allerdings muss ich sagen, für mich persönlich, ich habe auch mehr gemacht. Ich habe mich selbst auch schlau gelesen, weil wenn ich das mache, dann mache ich das nicht nur zum Zeitvertreib, sondern will da mehr Zeit investieren, um auch die Schritte nach vorne zu kommen, die ich mir selbst vorstelle. Und mit den 2 Stunden kommst du klar, das reicht alles. Aber ich glaube, jeder, der da Spaß dran findet, so wie es mir geht, der macht automatisch auch mehr, wenn er es ernst meint. Ja, da muss ich ehrlich sagen, die meisten Teilnehmer sind ja von uns natürlich selektioniert worden. Ich habe sie auch absichtlich so ausgewählt. Du hast auch am Anfang gleich alles bestätigt, was ich mir auch vorgestellt habe. Wie du aber sagst, auch der Spaßfaktor. Wir haben ja am Wochenende immer unsere Workshops. Da bist du ja zu 95% immer dabei. 100 sogar, würde ich sagen. 100 sogar. Was würdest du sagen, was bringt dir diese Community, was bringen denn diese Menschen, die dabei sind in der Spa Academy und natürlich auch das Netzwerk, was wir mit Football Business Education da weltweit aufbauen? Ich finde, das bringt einem unglaublich, also auch für die eigene Persönlichkeit, andere Leute wieder kennenzulernen. Und jeder, der jetzt auch in unserem Online-Workshops dabei ist und sich daran beteiligt. Wir haben ja, du weißt es ja genauso wie ich jetzt auch, aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, aus unterschiedlichsten Ländern, aus unterschiedlichsten Teilen Deutschlands Leute zusammen. Und es ist unglaublich interessant, auch die Ansichten von einigen so anderen, ja, Menschen, sage ich sogar zum Teil, kennenzulernen. Und auch das macht die Sache noch viel interessanter. Und wie du weißt, wir haben ja öfters Kontakt auch. Wir nehmen sogar mittlerweile nach den Wochen schon Kontakt untereinander auf und telefonieren. Und so stelle ich mir auch eine Zusammenarbeit vor in dem Moment als Team in dem Moment, was die Spa Akademie ja auch ausbildet. Es ist wortwörtlich eine Teamarbeit und es ist diese dritte Dimension, wie ich es nenne, von der Lernpyramide. Man hat ja das passive Lernen, das aktive Lernen und jetzt dieses Learning by Doing und diese Teamwork, was natürlich auch schon die ersten Ergebnisse hat. Die ersten Transfers haben unsere Teilnehmer schon ja, so nach 8, 9 Wochen erleben können. Was ist denn jetzt bei dir, sage ich mal so, nach diesen ersten 8 Wochen von den Lerninhalten? Funktionieren diese nach deiner Meinung und nach deiner Erfahrung her? 100%ig. Also am Anfang habe ich noch gedacht, boah, das ist so Schema X, ne? Du gehst in ein Gespräch und dann so hältst du dich dran. Wenn du dich am Anfang dran hältst diese versuchst, eins zu eins umzusetzen, dann kriegst du deine Kontakte, dann kommst du mit den Leuten in Gesprächen, in Austausch und dann entwickelst du deine eigenen Gespräche. Aber so dieser Leitfaden, den man mitbekommt von dir in deinen Workshops, der schlägt an bei den Leuten. Und dann entwickelt man sich selbst auch weiter und geht in die nächsten Gespräche und die nächsten Ebenen rein. Ja, natürlich, die persönliche Kreativität wird euch ja überlassen. Ja, ich habe, wie gesagt, mein 4-Schritte-Erfolgssystem. Diese Methodik hat in meinen 44 Transfers funktioniert und jetzt auch in euren Transfers. Schon einige Teilnehmer von uns haben schon Transfers abgeschlossen. Und es freut mich, dass ja, ich auch diese Freiheit nochmal gebe, aber dass ihr es auch natürlich umsetzt mit eurer Kreativität. Ja, grundsätzlich jetzt nach den ersten 8 Wochen, natürlich ist die Spa Academy nicht abgeschlossen. Natürlich betreue ich dich auch über diese 8 Wochen und es gibt auch noch einige
Lernmaterialien, die man noch ja, weiterleiten wird an dich. Bist du zufrieden mit diesen ersten 8 Wochen? Ist es einfach das Geld wert, was du investiert hast in deine Ausbildung, die Sparakademie allgemein? Ist die Verbindung Eins noch zu da? eins. Also ich muss sagen, jeder Euro, den man da investiert, bitte? Nochmal? Ich wollte nur sehen, Kann ich mal ob kurz, die Verbindung. jeden Euro, den man da investiert, der kommt eins zu eins rüber. Wenn man engagiert, fleißig bleibt, dann wird sich diese Investition, wird sich auf kurz oder lang einfach lohnen. Und davon bin ich auch bei mir überzeugt, dass das so sein wird. Und mit dir als Mentor an der Hand zusammenarbeiten, werden wir da, glaube ich, noch einiges erreichen können. Stimmt, ich habe ja auch schon gesagt, 2020 war nur das Aufwärmen. Jetzt Genau. ist 2021, jetzt kommen wir schon in ganz andere Bereiche. Ich sehe es auch von euch Teilnehmern. Ihr seid von Woche zu Woche auf einem ganz anderen Level. Und wie ich immer sage, man kann 200% von einem Potenzial ausschöpfen, wenn man in einem Netzwerk ist. Aber man muss selber erstmal auf 70, 80% kommen. Und wenn man das dann multipliziert mit 2 oder mit 3 Teilnehmern, dann kommt man auf über 200%. Und es funktioniert. Ich sehe von, wie gesagt, Woche zu Woche läuft es immer besser und besser. Ja, sag mal, wo geht denn die Reise hin? Wo siehst du dich in der Zukunft? Genau, Visionen oder Vorstellungen, wie weit das gehen kann, ich glaube, das können wir alle noch gar nicht einschätzen, weil wir auch durch Corona noch ausgebremst sind zum Teil in dem Moment. Persönlich sehe ich mich jetzt auch, weil wir ja auch in deinem Workshop drüber gesprochen haben, dass wir uns irgendwelche Expertenziele oder auch spezielle Gebiete suchen sollen. Natürlich Richtung Profibereich, aber was ich mir auch noch dazu, und ich glaube, das werden auch einige andere noch machen, auf die Fahne geschrieben habe, ist auch die Betreuung von jungen Spielern Richtung Nachwuchsleistungszentrum. Also da finde ich, das ist auch ein ganz wichtiger Weg und den möchte ich einfach auch, das werden keine 20 sein, aber wenn ich zwei, drei habe, die ich jetzt am Anfang ihrer Karriere den gebe, diesen Weg einzuschlagen, Nachwuchsleistungszentrum. Durch diese Empfehlung von, da geht es mir auch nicht nur um finanzielle, sondern auch um die Entwicklung dieser Spieler. Super, das ist genau auch der Punkt, wo ich bei meinen Beratungsgesprächen auch richtig hinhöre, weil meine größte Lebenserfüllung ist es ja, anderen Leuten zu helfen, dass die das lernen, was ich weiß, um auch weitere Sportlern zu helfen. Und genau, ja, diese Philosophie setzt du auch teilweise um. Es ist ja nicht so, dass du bis jetzt noch keine Erfolge hattest. Du hast ja schon den ein oder anderen Erfolg. Du hast auch schon einen Spieler, der nach dieser Corona bei einer NLZ unterkommen wird. Und grundsätzlich hast du es auch gut nochmal erwähnt. Corona. Hast du diese Corona-Zeit jetzt mit den Aktivitäten in der Spa-Akademie und mit der Ausbildung gut ausgenutzt? Hast du es, sage ich mal, ja, maximiert deine Zeit erfolgreich mit einer weiteren Ausbildung? Sag ich mal, weiter ausgebaut. Ich habe sie perfekt nutzen können. Durch das, dass ich normalerweise neben meinem Job noch, außer Familienvater, noch eigener Jugendtrainer bin hier bei mir in Hannover, ist es so, dass jetzt durch Corona kein Training stattfindet. Ich diese Zeit perfekt nutzen konnte, um mir diese Sachen anzueignen, die mir jetzt im Bereich weiterhelfen. Werden und daher war das genau für mich jetzt der richtige Zeitpunkt in dem Moment. Und jetzt kann man schon die Weichen aufstellen, nicht nur für diesen Winter, sondern auch für den nächsten Sommer oder den übernächsten Winter. Also in diese Richtung denke ich auch schon ein bisschen. Ja, das ist eine gute Einstellung. Am Ende, deine persönliche Meinung ist Spa Academy, ist Football Business Education Netzwerk etwas, was du weiterempfehlen könntest oder würdest?
Absolut würde ich das weiterempfehlen, weil ich dieses System, wie du es aufbaust, mit uns zusammen als deine Teilnehmer, egal wie viel wir am Schluss noch zusammen sind, von den ganzen, die jetzt am Anfang dabei waren oder sind, meiner Meinung nach ist das die Zukunft und wird den Markt des Beraters in Zukunft bestimmen. Keine Einzelkämpfer, sondern Zusammenarbeit, weil jeder von uns, gerade durch diese Reisebeschränkung, die wir jetzt haben, sind wir dankbar für jeden Kontakt, den ich von Hannover zum Beispiel nach Bayern habe. Weil wie soll ich jetzt gerade nach Bayern kommen und etwas machen? Dann rede ich mit einem Kollegen, wir sprechen uns ab, wird funktionieren in der Zukunft. Und ich glaube, das ist der Markt, der die Zukunft bestimmen wird. Ja, wir werden absolut die Branche auch dominieren. Man muss sich nur vorstellen, im Moment habe ich mich ja nur fokussiert auf deutschsprachigen Raum und auf Deutschland. Ja, und wir haben schon ein Netzwerk aufgebaut, was jetzt schon in der Branche einen gewissen Namen hat. Ja, stell dir nur vor, wenn jetzt noch dazu kommen wird, natürlich in der Zukunft Österreich mit unserem Seminar in Wien, dann Schweiz mit Zürich und danach der englische Sprachteil, also es ist wirklich vom Potenzial her sensationell. Aber ich sage auch ganz genau, die, die jetzt am Anfang dabei sein werden, die werden auch am meisten profitieren von Spa Academy allgemein, von mir persönlich, weil ich kann später, wenn wir sehr, sehr groß werden, nicht alle so persönlich betreuen wie im Moment. Und natürlich, ja, ein Netzwerk ist etwas, was man manchmal mit nichts begleichen kann oder vergleichen kann, wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist. Man muss es Frank, leben. ja, wolltest Absolut. du oder möchtest du, danke dir fürs Interview, für deine Zeit, hast du vielleicht noch etwas, was du sagen möchtest oder was du mich vielleicht fragen möchtest? Also ganz ehrlich, ich Fragen, da bin ich ständig ja dran mit Fragen. Du stehst uns ja dauernd zur Verfügung. Ich möchte jetzt auch nicht nur Werbung dafür machen, aber ich kann es jedem empfehlen, wenn er sich in dieser Branche engagieren will, dann soll er zumindest die Spa Akademie in Betracht ziehen und im Hinterkopf haben und eventuell ein Teil von unserer Gruppe werden, weil wir werden nicht nur arbeiten, wir haben auch Spaß und wenn Corona vorbei ist, werden wir uns auch mal wieder treffen, alle zusammen und dann werden wir uns viel intensiver noch austauschen können und ich persönlich freue mich darauf. Natürlich, wir werden unser Jahresevent haben, in jedem Fall. Unser letzter Seminar war ja in der Münchner Arena. Es war ja auch top, kann man auch sehen, irgendwo auf einer meiner Kanäle. Du hast recht, Spa Academy ist etwas, was es einfach das Geld wert ist. Und man investiert ja in sich selbst und hier in diesem Sinne auch natürlich in das neue Netzwerk, was man hier noch aufbaut. Dabei muss ich nochmal erwähnen, ich selektioniere die Bewerber aus. Also es ist nicht zufällig so, dass ihr alle Team, sage ich mal, Player seid, dass ihr auf diesem Level seid, sage ich mal, von der Kommunikation her. Es gibt auch einige, die überhaupt nichts mit Fußball am Hut haben. Aber ich weiß schon von der Persönlichkeit, wer passt zu so einem Netzwerk und zu so einer Akademie, die ich wirklich als Herzensangelegenheit aufbaue. Gut, Frank, danke dir nochmal fürs Interview. Wir werden sicherlich in Zukunft noch weitere Interviews haben, aber wir werden auch deine Entwicklung verfolgen und ich bin mir sicher, wir werden diese Sache auch vielleicht nochmal wiederholen. Alles klar, mir ist das. Vielen Dank. Auch. Nichts zu Ciao, danken. ciao. Gruß. Ciao. Ciao.